mein Pet geht nicht. Doch, geht. Hä? Verstehe ich nicht. So, ach ja. Wir waren hier. Dave, wusstest du, dass du gewonnen hast? Ich hab's am Rande mitbekommen. So. Das Schiffswrack. Welche Stream-Benachrichtigung? Ich esse gerade live deinen Pudding. Aha. Kann ich hier rein? Lea. Hm. Doppelkämpfe. Ach ja, ja, jetzt ist es nämlich wieder andersrum. Ach Gott. Vielleicht muss das nochmal ändern. Das macht mich zu fertig. Was ist es hier? Ach nein. Oh Gott, ja. Wenn du mal Fragen zu Pokémon hast, kannst du immer zu mir kommen. Ich bin nämlich der krasseste Pokémon-Gamer, wie sich heute herausstellt. Da kriegt er aber ein Eg. Oh nein, nein, ich habe den Doppelkampf verkackt. Nein, scheiße. Warte. Nein, ich will einen Doppelkampf. Nein, nein, nein. Da haben wir noch nichts gemacht. Gut. Gott sei Dank. Eieiei. Oh, ich kann hier laufen sogar. So. Dass der eine weggucken kann, ist ja auch frech. Will doch den Doppelkampf. Ich überlege, ob ich mir einen guten Nametag zulege. In einem anderen Stream wurde ich Zylinder genannt. Wieso denn Zylinder? Zylindara? 2023. Dave hat den Pokémon verloren. Ja. Das passiert halt. Ich nehme das nicht so ernst. Komm schon, du gibst einen Haufen EP. Wow. Wenn Strategy mal mehr als zweimal treffen würde. Milchi macht auch nicht so viel. Ah! Guck mal, kaum ist Milchi auf seinem hohen Ross. Oh nein, not lucky. Oh nein. Guck mal. Guck mal, Strategy. Das Zickzacks kann öfter treffen, siehst du? Und sogar critten. Können beide critten, die Gegner. Was ist das denn? Ah, Milchi trifft einfach wieder nicht. Ja, Milchi ist jetzt einfach so auf seinem hohen Ross und was soll treffen. Kappalapap. Naja. Dev, weißt du noch, was du zu Lolan meintest, wir brauchen beide nur noch einen Check? Weißt du noch, als du mit diesem Satz impliziert hast, dass es ein Ding zwischen Lolan und dir wird? Ja, Backstep. Ja, ich hätte einfach nur das richtige Viech finden müssen auf der Route. Dann wäre es ja für mich vorbei gewesen. Ich war ja auf der richtigen Route. Das ist ja der Gag dran. Ich habe es einfach nur nicht gefunden. Und ich war einfach zu faul, an die Box zu gehen. Damit hätte ich sie auch sofort gehabt. Von daher, alles gut. Haben wir die gerade schneller? Hat ihr Speed-Teil? Das kann sein. Sagt Dave jetzt nach dem Stream, heult Dave erstmal, ja. Ich habe so ein 2,5 Liter Eisbucket. Den esse ich dann, während ich in der Dusche sitze. Zylindara 08. Ja, der Name gefällt mir. Hast du dich jetzt gerade straight umbenannt? Oh Gott. Da soll ich dran denken. Das nächste Mal. Ich werde mir denken, hey, wer ist denn das? Dann muss ich ja deine Stunden übertragen im Bot. Ah, ich möchte mich bei meiner Familie bedanken für all die großartigen Dinge, die sie geleistet haben. Mich. Ich bin kein guter Gewinner. Ah, nicht so ganz. Oh nein, oh nein, oh nein. Mach nochmal Watchtime, richtig. Mach jetzt mal Watchtime. Ach, come on. Und, wow. Ja, Rip Strategy. Alter, dieses Zickzacks. Da muss ich... Ja, nee, Strategy ist halt jetzt einfach tot. Fertig. Ich laufe da jetzt nicht hin, um dich zu beleben. Dann kriegst du halt jetzt einfach keine EP. Ja, 0,0 Stunden. Ach nö. Schreib mir im Discord, dann übertrage ich die. Das ist kein Thema. Oh, das ist schlecht. Ja, natürlich Static. Ach, come on.
Ach, wieso ist denn das jetzt so eklig? Natürlich. Jürgen, kannst du das bitte one-shotten? Danke. Never need health. Einfach nicht sterben. Wärst du nicht gestorben, könnte man jetzt schön weiter... Oh nein. Warum will sie denn meine Nummer? Du lebst hier in einem Schiffswrack im Nirgendwo. Gott. So, Paralyse von Milchi heilen. HP für Milchi. So. Hallo, alter Mann. Schiffe dieser Art sind sehr selten, daher schaue ich mich hier gut um. Hm. Da sind die anderen Kabinen. Ja, ach so. Aha! Wolltest du mir sagen, guck mal, da liegt ein Item. Hafenbrief. Danke dafür. Leer. Hm. Du bist bestimmt Trainer. Nee. Hier ist es doch wirklich lustig, nicht wahr? Ich bin total aufgeregt. So, warte mal. Kann der immer noch durch die Wand gucken? Nee, wurde gefixt. Schade. In Rubin Saphir konnte er durch die Wand gucken. Hi. Freue mich einfach extrem und werde die Freude nicht los. Ist ja alles gut. Ich würde mich da auch freuen. So, Simus. Oh! Du Cutie! Michi hat einfach noch keine guten Attacken. Ah! Ja, das ist schlecht. Milchi trifft. Gut. Ja, natürlich. Das ist ja ein Eis-Pokémon. Wenn die Augen jetzt noch zugehen würden, wäre das richtig krass. Tja. Hm. Es ist tanky. Es hat also HP. Es gibt also EP. Gott sei Dank, Chef, durch. Das ist gut. Hm. Schon. Ja, ja, gut, gut, gut. Seemob schläft mit offenen Augen. Ja. Oh Gott! In deinen Augen gerade passiert. Hilfe. Das ist sehr effektiv. Ja, Ach, du Stück Scheiße. Wieso hast du den Geowurf? Oh, hey, ich jetzt haben hintereinander Gesang getroffen. Ist er jetzt doch beflügelt? Ah, weißt du, beflügelt? Weißt du, ein Flug-Pokémon ist? Komm, so schlecht war der nicht. Das macht einfach straight auf. Leck mich. Meine arme Watchtime, jetzt muss ich es jeden einzelnen Streamer erzählen. Ja. Ja. Man kann das automatisieren, aber da weiß ich nicht wie, deswegen gibt es den Command nicht. Plus null Initiative. Oh, Body Slam. Body Slam strong. Ja, dafür ist Mock weg. Das passt. Das ist okay. Ja, Milchi kann halt alleine noch nie so gut kämpfen, leider. Das ist noch ein Problem. Meh. Soll ich kämpfen, Kleiner? Ja, ein Schiff! Nein, du freust dich einfach nur, dass du auf dem Schiff bist. Okay. Hi, ein perfekter Ort, auf Erkundungstour zu gehen. Es ist aufregend hier. Ich wette, hier sind wertvolle Schätze versteckt. Ja, aber nicht im Mülleimer. Tauchball. Naja. Da kann man tauchen da drüben. Seht ihr das? Tschüss, Lance. Viel Spaß im Lurk. Hier. Echt, man konnte in dem Ding diven? Leer? Lance, mir wird schon übel, sobald ich ein Schiff nur betrete. Es bewegt sich zwar nicht, aber... Ich glaube nicht, dass der Müller aber leer ist. Oh, halt. Also nicht. Ich
Tür ist verschlossen. Ein Lager steht auf dem Schild. Ah, da konnte man reindiven. So rum war das, ne? Oh nein, ein kleines Kind verfolgt mich. Schnell weg. Hm. Ah. Boah, guck mal. Wenn du von oben reingehst, bist du direkt in den Doppelkampf gezwungen. Wie fies. Egal, mach mal den. Geh noch eine Runde schlafen. Stimmt, du wolltest vorhin schon schlafen. Bist dann da geblieben. Ab ins Bett mit dir, Lenz. So. Hier ist jetzt wieder aufgeteilt. 0-0. Also, bei den Bällen. Seht ihr? Hm. Das ist nicht immer so. Ich verstehe nicht, wann was ist. So, und Jaden geht auch. Danke fürs Reinschauen, Jaden. Habt eine wunderbare gute Nacht. Würde das Meryl jetzt erstmal einschläfern? Hm, ja, unsere Dame hat nämlich keine gute Special Defense. Wow, und Milch hat dreimal hintereinander Gesang getroffen. Jetzt ist aber... Da haben wir es, der Höhenflug. Eindeutig. Hm, ja. Naja, Psychokinese hätte ja nicht viel AP. Ja. Das ist das Problem am Psychokinese. Das sind Siegeshymnen, Dave, und jeder schläft ein. Zeitumstellung ist so weird, das ist viel zu früh. Ja. Eigentlich wären wir schon bald am Ende vom Stream, aber. Ja, jetzt halt einfach nicht. Da haben wir einfach noch fast 3 Stunden. Mai. So, seid ihr das? Junges Glück, Julia und Max. Wohl mit Illumis. Und jetzt sind die beiden wieder zu. Oh, ich glaube, weil das immer als Doppelkampf getriggert wird, wird es zusammengerechnet. Während, wenn es. Bin ich mal sicher, ob das überhaupt gut ist. Wenn es ein Fight ist, den man auch separat haben kann, dann wird es getrennt. Ich glaube, ich habe das Rätsel durchschaut. So, Level Up für Milchi. Nur noch 4. Bodycheck. Hm. Meine Kamera nicht richtig hingeschoben vorhin, ne? Ja, so ist klar. Gut. Was? Bodycheck nicht erlernen? Ja. Nein! Nein? Ja. Ich mag keine Rückschlussattacken. Rückschlussattacken sind scheiße. Jaden auch 21. Wunschtraum. Das war. Dass irgendjemand geheilt wird? Das schlafen eh alle ein, weil niemand davon so fasziniert ist wie ich. Ich bin der Dad, der seine Brieftasche aufklappt und allen die Fotos seiner Kinder, von seinen Kindern die Fresse drückt, während die sagen, wer sind sie? Ich will in Ruhe essen. Wenn du dich selbst so beschreibst, ist das okay. So fühle ich. Oh nein. Auf mir eure scheißen Nummern zu geben. Hey, Kind. Okay. Hi. Was ist so lustig daran, dass ich meinen Schwimmreifen mit an Bord habe? Das sieht halt einfach nur scheiße aus. Lustig? Ne. Peinlich? Ja, schon eher. Hilma. Das war kleine Kinder mobben hier. Wir brauchen halt mal eine gute... Oh Gott. Eine gute Attacke. Wenn es klappt, what the fuck? Michi kann gar nicht aufhören zu singen, so freut er sich. Also das ist ja... Dann erzähl mal, wer ist denn dieser Halunke in dem Foto? Wollen wir noch nicht heilen, oder? So, guck mal. Milchi levelt jetzt Jaden mit. Weil Milchi ist nicht so wie andere Bundesländer, die sich einfach nur durchfüttern von den EP, die andere austeilen. Ja. Seid mehr wie Milchi. Dave hat L-Schlüssel gefunden. Hm. Was wohl der L-Schlüssel sein kann?
Ich untersuche das Schiff im Auftrag von Captain Brick. Er hat mich oft beauftragt, einen Scanner zu finden, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Naja. Welches Level bin ich jetzt? 31. So. Dann hier runter. Der steckt den Schlüssel zum Lager ins Schlüsselloch und dreht ihn. Der Schlüssel ist schwergängig, aber das Schloss lässt sich öffnen. TM. Dann können wir dem anderen Typen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. TM13 Einstrahl, das ist. Der Dufte. So. Kann hier nur da lang und dann da sein. Ja. Ne, dann brauchen wir Taucher, damit wir den Rest des Schiffs erkunden können. Es gibt nämlich noch mehr, das weiß ich noch. Ja. Ja gut, dann. We done hier. Das ging schneller als erwartet. Das hätten wir beinahe gestern noch machen können. Aber wir hätten ja eh schon überzogen gestern. Na gut. Dann geht's jetzt doch direkt weiter mit Progress. Die Trainer haben wir nämlich alle. Ihr wart's ja leider nicht gestern. Milchi, kriegst du ein Honor Battle zwischen zwei Fliegern hin? Milchi, du bist nass. Geh dich mal trocknen. Siehst du, da kann Milchi schon nicht mehr singen. Das Wasser war zu kalt. Deswegen trifft er die Töne jetzt nicht mehr. Weißnebel. Ja, das ist ja jetzt frech. Jetzt funktioniert es ja nicht mehr. Okay. Nochmal. Oh, guck mal, Milch ist doch gar nicht so schlecht. Superschall, na toll. Nach dem Erlebnis kann ich heute nur nass sein. Ja, dass du jetzt feucht bist, glaube ich dir. Dread? Ja. Okay, dieses Winger macht alles doppelt. Hm. Na komm, Milchi. Los! Er ist der Dad und spricht sich dann selber in der dritten Person an. Dave, hast du schon einmal von Nagging gehört? Lance, ab ins Bett mit dir! Ich lese dich jetzt nicht mehr vor, bis du geschlafen hast. Husch! Ah. Ich lieg doch im Rollstuhl, was willst du denn, hä? Wie im Rollstuhl? Lance, was hast du angestellt? Und ich negge dich jetzt auch gleich. So, dann sind wir ja fertig. Hallo. Das ist ein nach hinten geklappter, klapperter Rollstuhl, wo man seine Füße hochtun kann. Voll gemütlich zum Liegen. Das heißt, du hast auf Arbeit gerade irgendwo einen Rollstuhl gekapert. Ich will nicht geklaut sagen, deswegen sage ich gekapert. Ah, oh, warte mal, wir können doch jetzt surfen. Ah! Hold on! Oh nein, die Bären. Oh nein! Dumme Bären! Dammit! Ich habe sogar einen Patienten nach oben humpeln lassen, weil ich ihm den nicht abgeben will. Muss ich dazu was sagen, Lance? Ich bin irgendwie gewohnt, Strohdev zu schreiben, was? Mensch, ey, bist du so charismatisch, dass ich mit dir reden will, Dave? Ah, was? Ich verstehe gerade nichts. Sag nichts dazu. Egal, was du sagst, es wäre nicht TOS-konform. Och doch. Wenn ich dich als schlechten Menschen bezeichne, dann ist es durchaus TOS-konform.
So, da steht nämlich Walter. Habt ihr ihn gesehen? Wir werden uns gleich noch mit Walter reden müssen. Wir haben ja jetzt Surfer, da war ja was. Ich möchte heute auf jeden Fall, dass Milchi uns durch die Gegend schleppen kann. Komm, stell dir mal vor, Milchi ist gerade ein kleines Wablu. Ein, wahrscheinlich so 0,4 Meter großes Pokémon, das so um 10 Kilo wiegt. Komm, wir gucken gleich mal im Dex nach, wie nah ich dran bin. Weil mit den Wolken, so schwer ist das wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich sogar unter 10 Kilo. Und das Ding soll mich nachher durch die Gegend fliegen. Das heißt, ich halte mich da irgendwie unten an den Füßen so fest und Michi muss mich von A nach B bringen. Da möchte ich heute noch hin in dem Spiel auf jeden Fall. Da habe ich die mittlere Blume denn überhaupt gegossen. Ich habe nicht aufgepasst. Wir gießen es einfach nochmal gleich. Du setzt dich auf den Rücken. Nein, nein, nein. Ich hänge mich an deinen Stummelbeinchen. An den halte ich mich fest. So. Gucken wir es mal in den Pokédex. So, Wablu ist ja ein bisschen weiter hinten, ne? Hier wahrscheinlich dann langsam. Da. Und, oh guck mal, 0,4 Meter war richtig. Es ist sogar noch viel leichter. 1,2 Kilo und das Ding soll mich nachher durch die Gegend tragen. Weißt du? Ja. Ich halte die Sache mit dem Schnabel am T-Shirt wie ein Storch. Walter, was denn los? Oh, Dave, du siehst aus, als hättest du Mumm. Sehr gut. Gut, ich habe es entschieden. Du tust mir einen Gefallen, Dave. Malvinflo City hat einen unterirdischen Bereich, der Neu-Malvinflo heißt. Dave, ich schicke dich jetzt da hinunter, damit du den Generator ausschaltest. Der Generator ist kurz davor heiß zu laufen, das ist sehr gefährlich. Hier hast du den Schlüssel für Neu-Malvinflo. Kelleröffner erhalten. Dave packt Kelleröffner in die Basiseitentasche. Mach dir keine Sorgen, man kann das nicht gerade eine Herausforderung nennen. Der Eingang zum neuen Malvinflo ist eine kurze Surfstrecke von Route 110 entfernt. Das ist alles, du kannst mir vertrauen. Ja, wir müssen den Generator ausmachen, damit er nicht in die Luft fliegt und die ganze Stadt mit sich reißt. Und deswegen geht ein kleines Kind da jetzt rein und macht den aus. War eigentlich irgendwo ein Item? Eigentlich ja, ne? So. Neumal, so die Tür ist geschlossen. Kelleröffner benutzen. Alter. Tür öffnet sich. So, wen packen wir denn vorne hin? Strategy, das ist perfekt. Strategy ist am besten geeignet hierfür. So, warte mal. Vielleicht den Detektor doch wieder. Nichts, na gut. Dave, ein umgeknickter Fuß ist kein Fall für die Notfallambulanz. Bin ich immer noch ein gemeiner Mensch? Ja. Das kann ganz, wenn der jetzt deswegen hinfällt, der Schädel platzt auf, dann bist du schuld. Könntest du damit leben? Ha? Oder jetzt stell dir mal vor, der knickt um, wieder, also mit seinem umgeknickten Fuß, mit dem er nicht richtig laufen kann. Hast du jetzt ihn genötigt, dass er richtig laufen muss? Und jetzt fällt der die Treppen runter auf eine Dame, die leicht bekleidet ist. Währenddessen rutscht seine Hose runter und auf einmal ist sie schwanger dann. Deswegen, also du verstehst das Szenario. Und dann bist du schuld. Das heißt, du wirst den Unterhalt zahlen dürfen, Lance. Oh? Ist es dir das wert gewesen? Mhm. Was hattest du denn Schlimmeres am Fuß als er? Ja, gute Frage, Milchi. So. Bitte. Dann ist es aber ein Frühkommer, ist ja egal. Der hat er noch nie. Finte ist stärker als Raub. Und ich kann es öfter einsetzen. Tschüss, Raub. Ja, dann haben wir halt keinen Raub mehr. Ist egal, ist nicht so schlimm. Auch noch ein First, ja. Du darfst dann den Unterhalt zahlen. Das ist alles deine Schuld, Lance. Ich möchte hier eigentlich nichts berühren an Pokémon. Die haben wahrscheinlich alle Statik. Deswegen, nö. Einfach nö.
Ja, der Boden sieht nach Erdbeben aus, oder? Hm. Wir sind eigentlich in einem Gebäude, von daher. Hm. Oh, ich darf nicht mehr klauen. Nee, Strategy. Deine Schlimmfinger-Tage sind vorbei. Fünfmal, ja. Probieren wir es mal. Wenn wir das einmal gesehen haben, es wird wahrscheinlich Sternschauer werden. Nee, ich paralysiere. Wie vorhin auch. Ich werde andauernd paralysiert. Das ist zum Kotzen. Naja, es ist Sternschauer. Schade. Das ist leicht. Reicht aber. Jetzt muss ich Strategy auch noch heilen. Das ist Hier, Mund auf, Lava-Keks rein. Vorsicht, das ist ein bisschen heiß, deswegen ist das ein Lava-Keks. Wird schon passen, so. Keine versteckten Items. Das Ding soll ich jetzt nicht drücken. Genau, das ist der Bait hier drin. Actually, wir könnten die Viecher mal fangen, oder? Na, fangen gibt keine EP, ne? Nein, du hast auf jeden Fall Statik. 50-50, dass du Statik hast. Statik oder... Oh Gott. Ja, nee, du bist ja Stahl. Never mind. Ja, hab ich vergessen. Ist okay, tschüss. Das, ja, nee. Nehmen wir noch eine Nuss. Tschüss. Nüsse. Okay. Ah, kein Fluchtseil. Ich war jetzt wirklich am überlegen, ist das ein Bait-Voltoball? Weiß ich gar nicht, ob es die hier gibt. Aber wenn du einmal mit Nüssen angefangen hast, kannst du halt einfach nicht mehr aufhören. Schlimm! Hm. Actually. Oh mein Gott, Nüsse. Haha. So, haben wir noch Lebensstelle. Perfekt. Aber nur eine Lebensstelle. Oh, holy. Oh Gott. Hey. Ich kann nicht aufhören. Ich liebe Nüsse. Ich höre erst auf, die Nüsse zu essen, bis die Packung leer ist oder ich das Magneton gefangen habe. Oh nein! Oh, oh nein. Dieb wird des Geistes beraubt und noch ein Hälften hinter sich gibt, falsch? So, jetzt ist aber hier. Nicht nur, dass Milky ein professioneller Pokémon-Profi ist. Er ist doch noch ein ausgezeichneter Künstler. Oh nein, ich hab's gefangen. Mist. Muss ich aufhören. Magnet und das Magnet-Pokémon. Es entsteht, wenn drei Magnetilo sich zusammenschließen. Seine Radiowellen erhöhen die Temperatur im Umkreis. Was? Seine Radiowellen erhöhen die Temperatur im Umkreis von einem Kilometer um 2 Grad Celsius. Das ist ganz schön viel. Ich kann wirklich nicht aufhören, die Nüsse. Der Gag ist übrigens. Hier, er steht hier. Es entsteht, wenn sich drei Magnetilo zusammenschließen. Ein Magneton ist aber nicht dreimal so schwer wie ein Magnetilo. Sondern ich glaube irgendwie 6 oder 7 mal so schwer. 10 mal so schwer? Nein, nicht mehr.
Blätter Humbug.